Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen DM-Putz-Haul von mir. Den habt ihr euch gewünscht, nachdem ihr gesehen hattet, dass ich bei DM war. Eigentlich wollte ich ja Artikel fürs Baby kaufen. Da ist es drinnen, das Baby, aber im Endeffekt habe ich, glaube ich, nur 3 Produkte gekauft und mir ist aufgefallen, dass in meinem Putzschrank so einiges fehlt. Es sind auch ein paar Geheimtipps dabei, würde ich jetzt mal sagen. Ihr fragt mich nämlich immer wieder, womit putzt du das, womit putzt du das? Und das zeige ich euch heute. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Es ist nicht so, dass ich diesmal alles aufgebaut habe, Setup mit Licht und Ton, sondern dass ich das erste Mal hier aus meiner Küche quasi einen Haul abdrehe. Ich hoffe, dass es für euch in Ordnung ist. Aber ich würde jetzt ganz gern schnell alles wegräumen. Und das würde ein bisschen zu viel Zeit jetzt in Anspruch nehmen, bis ich alles aufgebaut habe. Und ich spreche wieder mit den Händen. Also gut, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So. Okay. Das ist gar nicht so einfach hier mit dieser Arbeitsplatte, mit meinem großen Bauch. Also, wir starten mit Produkten, die ich fürs Bad verwende. Und zwar von der Eigenmarke. Von DM eben Denk mit, diesen Badreiniger, den kaufe ich mir immer und immer wieder nach, seitdem ich den entdeckt habe, wirklich, also meine Waschbecken bzw. die Toilette, es wird alles wirklich super gut sauber, es duftet gut und ich habe ein ganz, ganz gutes Gefühl eben dabei, wenn ich damit ja, die Oberfläche wische und deshalb kaufe ich mir dieses Produkt immer und immer wieder nach. Dann für die Toilette dieses hier. Domestos Aktivkraft WC Gel und was mir total gut an diesem Produkt gefällt ist, dass hier oben ja so mehrere Löcher sind, also so eine Art Düse und dann kommt es in so einem ja Mehrfachstrahl raus. Gott, wie sich das anhört. Mein Deutsch heute wieder, ne? Jedenfalls mag ich das sehr, sehr gerne. Es duftet gut, es reinigt die Toiletten, der ganze Kalk geht auch weg und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Hier für das obere Bad und unten für die Kinder habe ich eben noch eine Ersatzflasche. Dann habe ich mir dieses hier nachgekauft. Das ist auch leer und zwar auch wieder von Denk mit. Also ich werde von Denk mit nicht gesponsert. Ne? Jetzt schaue ich gerade mal drüber, es sind noch ein paar Produkte. Aber ich habe natürlich alles selbst gekauft und selbst bezahlt. Jedenfalls dieser Klarspüler hier, der ist wirklich super für wenig Geld. Und ich komme super gut damit zurecht. Es ist so, dass man ja eigentlich denkt, dass die teuren Produkte eher was für die Maschinen sind, damit sie nicht kaputt gehen. Aber das ist ein Quatsch. Ich habe mich nämlich mal mit einem Handwerker unterhalten, der eben Spülmaschinen und Waschmaschinen repariert. Und der meinte auch, dass man eigentlich eher schon auch den Namen mitbezahlt und dass die günstigen Produkte genauso gut sind. Also ich verwende zum Beispiel auch diese günstigen Tabs für die Spülmaschine und ja, bin bisher wirklich super damit gefahren. Dann machen wir weiter mit meinem ersten Geheimtipp sozusagen. Also wie gesagt, mich fragen halt ganz, ganz viele. Auf Instagram habt ihr das gesehen, dass ich damit meinen Herd einsprühe. Ich habe euch das Produkt schon des Öfteren gezeigt in meinen DM-Hauls. Allerdings übernehme ich keine Garantie, denn eigentlich ist es für den Backofen. Und zwar auch wieder von Denk mit. Ja, dieser Aktivschaum verwende ich schon auch für meinen Backofen, aber auch für mein Ceran-Kochfeld. Und ich sprühe das einfach damit ein, lasse es einwirken und mein Ceran-Kochfeld sieht aus wie neu. Aber wie gesagt, ich übernehme dafür keine Haftung oder keine Garantie, nur weil ich euch das jetzt empfehle. Bei mir funktioniert es halt total gut. Das Einzige, was mich total stört, ist der Geruch, also ich muss tatsächlich die Luft anhalten, sprühe das ein und dann gehe ich erstmal raus, weil das echt unangenehm ist. Also das muss ich wirklich sagen, aber das Ergebnis ist einfach super für wenig Geld. Ja, habt ihr einfach ein tolles Produkt. Dann fragen mich immer und immer wieder einige von euch, womit ich denn meine Fliesen putze. Und ihr wisst ja, dass wir einen Hund haben, wir haben ja die Bella und irgendwie, ja, habe ich lang ausgetestet und habe immer geschaut, was ich verwenden könnte und bin jetzt letztendlich mit diesem Produkt hier total zufrieden. Von Sacrotan, dieser Allzweckreiniger, entfernt 99,9% der Bakterien. Also ich muss halt auch total aufpassen,
beim Übergang zum Parkettboden, weil ich da halt Angst habe, dass mein Parkettboden eben kaputt geht. Aber für die Fliesen, gerade unten am Eingang und hier in der Küche, für die Bäder bin ich damit super zufrieden. Ja, dann machen wir weiter mit der Waschküche. Da habe ich tatsächlich einiges fürs Baby gekauft. Also ich wollte jetzt so langsam mal die ganzen Klamotten, die ich neu gekauft habe fürs Baby, waschen. Beziehungsweise die, die ich natürlich noch von den Jungs habe. Und da wollte ich eben Waschmittel, also flüssiges, kein Pulver. Und da habe ich jetzt mal dieses hier mitgenommen von Persil. Sensitiv Gel. Riecht total gut. Und ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht verwendet, aber es duftet schon mal sehr, sehr gut. Ich verwende übrigens auch keinen Weichspüler. Weichspüler mag ich überhaupt nicht. Also ich habe ja Waschpulver, das gut riecht und ich hänge ja alles auf. Meist draußen eben, wenn möglich, wenn die Sonne scheint. Trockner mag ich gar nicht. Ich weiß, das werden jetzt einige von euch nicht verstehen mit so vielen Kindern, dass man keinen Trockner verwendet. Aber es ist halt die totale Energieverschwendung und für mich hauptsächlich mit das Wichtigste ist, dass die Klamotten kaputt gehen. Es ist einfach so. Für was ist dann dieses Fuselsieb da? Also ich habe einen ganz, ganz neuen Trockner, den hatte ich mir letztes Jahr gekauft, weil ich irgendwie gedacht habe, ich brauche ihn. Aber ich habe den jetzt in dem einen Jahr vielleicht dreimal verwendet. Ja. Und dieses Fusselsieb, wenn du dann so alles rausmachst, dann siehst du ja, dass das von der Wäsche kommt und das kann ja eigentlich nicht gut sein. Also ausnahmsweise klar, wenn man eine kleine Wohnung hat, wenn man nicht die Möglichkeit hat, alles aufzuhängen, dann überhaupt keine Frage. Also, ne, aber ja, wie gesagt, von Trockner bin ich jetzt nicht so begeistert. Da fragen mich eben auch super viele. Und Weichspüler mag ich eben auch nicht. Also Weichspüler werdet ihr bei mir hier im Haus nicht sehen. Das hat aber bei mir so was ausgelöst, als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war, mit Max, und da hat die Hebamme so schlecht von Weichspülern gesprochen, natürlich auch wegen der Umwelt und das ist total schlecht und so weiter und so weiter. Und irgendwie habe ich mir gedacht, stimmt. Und die Handtücher zum Beispiel, das mag ich eh nicht, wenn die so ganz weich sind. Ne? Wenn ich aus der Dusche komme, mich abtrockne und dann was ganz Weiches habe, also ganz hart soll das Handtuch natürlich auch nicht sein, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, genug jetzt davon. Also machen wir weiter mit Waschmittel. Und zwar habe ich noch dieses hier mitgenommen. Dieses Color-Waschmittel, ultrasensitiv, ohne Parfüm, Farbstoffe und Konservierungsstoffe. Genau, für 60 und 30 Grad Wäsche. Also ich bin mal gespannt, wie gesagt, für die Babysachen. Dann habe ich noch dieses hier mitgenommen. Auch von Denk mit. Halleluja. Und zwar ja, für die weiße Wäsche. Das sieht jetzt so aus und diesen Hygienespüler hier, den habe ich allerdings sehr oft, verwende ihn aber nicht bei jedem Waschgang, also das jetzt gar nicht. Wie gesagt, die Waschmaschine, die schafft es auch so und so verdreckt ist jetzt die Wäsche auch wieder nicht. Ne? Genau, habe ich aber mal mitgenommen und dann von dieser Marke hier Feinwaschmittel, denn ich habe so viele Sachen fürs Baby gekauft, bei denen ich eigentlich denke, dass es besser ist, wenn ich sie mit der Hand wasche. Irgendwie habe ich mir gedacht, aber in der Waschmaschine, vielleicht auf dem Wollwaschgang, könnte es auch gut gehen. Und deshalb habe ich mal dieses hier gekauft. Ja, dann auch speziell jetzt noch fürs Baby. Das habe ich noch nie gekauft. Aber die Bodies werden ja manchmal an der Seite ein bisschen schmutzig. Wenn ihr versteht, was ich meine, soll das vorher damit einsprühen und dann in die Waschmaschine legen. Bin mal gespannt, ob es hilft. Ich weiß es nicht. Ich werde es euch sagen, wenn ich es ausprobiert habe. Und dann habe ich noch das hier gekauft von Dr. Beckmann, Waschmaschinen-Hygienereiniger. Das habe ich tatsächlich noch nie verwendet, ich bin ehrlich. Ich habe das gesehen, dachte, komm, ne, meine arme Waschmaschine, die leistet so eine gute Arbeit. Jeden Tag wäscht die und wäscht und wäscht. Und ich habe eine Miele-Waschmaschine und ich habe immer gedacht, die sind unkaputtbar. Das ist natürlich kein deutsches Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und tatsächlich ist letztes Jahr meine Miele-Waschmaschine kaputt gegangen, ja. Unglaublich. War der Handwerker da, ich habe 500 Euro bezahlt, ich habe mich so geärgert. Für das Geld kriegst du ja schon eine neue Waschmaschine, ne? Jedenfalls habe ich mir gedacht, Mensch, ich muss sie besser behandeln. Ich muss sie ab und zu mal streicheln und ihr was Gutes tun. Und deshalb habe ich jetzt mal diesen Waschmaschinen-Hygienereiniger mitgenommen.
Ja, meine Logik, ne? Müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Also gut, dann habe ich mitgenommen eine Scheuermilch von Denk mit. Und zwar, ja, sieht die so aus, kennt ihr bestimmt, habe ich jetzt eigentlich für die Badewanne gekauft. Ihr wisst ja, wir haben eine freistehende Badewanne, also das ist so ein Ei, sage ich immer. Also wenn so das Ei ist, ist die durchgeschnitten und liegt so da. Genau, und irgendwie traue ich mich nicht so recht mit diesem Produkt hier dran. Habe ich auch schon gemacht, ist auch nichts passiert, aber irgendwie, ja, wollte ich mal was anderes ausprobieren. Genau, und hier steht auch, dass nichts verkratzt und dass eine glänzende Sauberkeit entsteht. Ja, da bin ich doch mal gespannt. Ich wollte noch was zu dem Produkt hier sagen, zu dieser Marke. Und zwar war mir die total neu, bis ich bei einem Event in München, ich hatte übrigens hier das meiste in so einem Beutel, ich habe noch einen anderen Beutel, einen silbernen, den kennt ihr bestimmt, der ist speziell für DM, immer in meinem Auto. Und ich habe das jetzt ausgetestet, und zwar das Spülmittel, wartet mal. Und zwar dieses hier, eben von dieser Marke. Und ich muss euch sagen, dass mir das Spülmittel nicht so gut gefällt. Also das werde ich nicht mehr nachkaufen. Ich habe immer das von Palmolive. Jedenfalls mochte ich das jetzt nicht so gerne. Also ich brauche es jetzt natürlich auf, aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Fettrückstände in der Pfanne zum Beispiel ja, sich schön lösen und schnell lösen. Also habe ich nicht so den Eindruck. Und deshalb, ja, wollte ich euch ganz kurz zeigen, werde ich nicht nachkaufen, aber ich wollte, ja, der Marke einfach eine Chance geben und probiere jetzt das Mittel aus. Genau. Schadet ja nicht. Also gut, meine Lieben, ich bin völlig außer Atem, ihr merkt schon. Bei Amazon habe ich mir noch diese Tücher hier bestellt. Ich weiß, es hat jetzt nichts mit DM zu tun, aber euch interessiert ja, mit was ich das Haus putze. Und die sollen angeblich total gut sein für Oberflächen, die verspiegelt sind. Also ich habe ja verspiegelte Möbel im Schlafzimmer und im Wohnzimmer und auch für Glastische und so weiter. Ich bin gespannt, wie sie sind. Werde ich euch auf jeden Fall berichten. Und ansonsten habe ich noch total vergessen, euch dieses Produkt hier zu zeigen von Fizz. Kraft und Glanz für Bad und Dusche. Und zwar hatte ich euch in meinem Vlog davon erzählt. Ich habe nämlich eine neue App, die nennt sich Marktguru. Und da war eben dieses Produkt vorhanden mit der Cashback-Aktion. Also das heißt, ich habe da Geld zurückbekommen, weil ich es gekauft habe. Und ich wollte fürs Bad sowieso dieses Produkt kaufen. Und deshalb, ja, habe ich es auch mitgenommen. Gerade für die Dusche ist es wirklich sehr, sehr gut. Also, und gerade so in den Ecken, wo dieser Ablauf ist, dafür verwende ich das sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, mit dieser App, ja, habe ich auch noch Geld gespart. Ich habe es eh gebraucht und deshalb durfte es mit. Die App kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Also den Link dazu, wenn ihr drauf geht, das Anmelden und so weiter ist total einfach. Ich werde da nicht dran beteiligt, keine Sorge. Ab 10 Euro bekommt man das Geld ausbezahlt. Die Daten werden nicht gespeichert und die Firma gibt es schon seit über 2 Jahren in Deutschland. Und deshalb habe ich schon ganz lange diese App auf meinem Handy. Habe ich euch, wie gesagt, auch in meinem Vlog vorgestellt. Und deshalb, ja, sage ich sehr, sehr gerne dazu. Gerade bei DM gibt es immer solche Aktionen. Da sind auch diese ganzen Prospekte. Könnt ihr immer durchschauen und dann seht ihr, welches Produkt eben bei dieser Cashback-Aktion mitmacht. Ja, sage ich euch sehr gerne, denn wer spart nicht gerne Geld, wenn er sowieso Geld ausgeben muss? Ja, also gut. So, meine Lieben, mein Bauch hier an der Arbeitsfläche, es ist gerade total witzig, weil sich das Baby total bewegt. Viel ist es ja nicht geworden fürs Baby, außer für die Waschküche, damit die Klamotten gut riechen und schön sauber sind vom Baby. Aber ja, ich werde auf jeden Fall noch losgehen und dann eben Hygieneartikel fürs Baby noch kaufen. Und ich habe ja noch ein bisschen Zeit, kann ich euch dann auch eben noch zeigen. Euch haben jetzt eben die Haushaltsprodukte sehr interessiert. Also gut, meine Lieben, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration dabei. Vielleicht kanntet ihr das ein oder andere noch nicht. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr Spaß hattet an dem Video. Diesen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich bin völlig außer Atem.